Hey und willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute mit einem kleinen Update-Video und zwar zu meinem Mock eines Panzers aus Kobelstein. Ich habe da ein paar Sachen geändert, die mich gestört hatten, hatte ich ja im letzten Video erzählt. Und einen gepanzerten Anhänger dazu gebaut. Aus den Teilen, die noch über waren, ist jetzt immer noch Haufen über, aber ja, das ist das Beste, was ich aus diesen Teilen machen konnte. Ein gepanzerter Anhänger soll das wie gesagt sein. Passen theoretisch zwei von diesen Kobi-Kisten drauf oder hier eine größere von diesen Lego-Kisten, die ja ich glaube 3x3 sind oder 4x3. Ich glaube, die sind 4x3, würde ich hier auch eine hinpassen und dann hier nochmal eine Kobi-Kiste. Also ein bisschen kann hier auf jeden Fall drauf zum Transport von Munition oder anderen wichtigen Materialien oder Waffen, die man halt an der Front oder an anderen Stellen so braucht, wo es zu gefährlich wäre, mit normalen Transportern hinzukommen. Was habe ich an dem Panzer geändert? Hier unten ist jetzt alles schwarz, bis auf hier ein paar Teile. Das hatte ich nicht anders da, mein Gott. Dann sind hier ein paar Rollen dazugekommen. Einmal aus Gründen des Aussehens und hier für die Kettenführung war hier oben das Rad noch relativ wichtig. Hier hinten hat sich soweit eigentlich nichts geändert. Hier vorne ist das Grau weggekommen. Hier oben sind hier immer noch, so wie das hier. Da hatte ich noch keine andere Lösung für. Dann habe ich hier oben das Teil, da war das ein bisschen anders. Und im Allgemeinen habe ich die Luke ein bisschen verändert. Ja, das ist hier eigentlich soweit gleich. Und mir gefällt der jetzt schon wesentlich besser. Ich zeige Ihnen, ach ja, der hat hier eine Anhängerkupplung nochmal dran bekommen, damit man den hier natürlich auch ranmachen kann. Das geht nur in einer bestimmten Position und die muss man treffen. Genau, so. Sieht dann so aus. Würde dann theoretisch rollen, aber weil hier zu glatt ist, jetzt nicht. Ja, so würde das dann aussehen. Und dann kann hier oben noch ein Knirsch rausgucken. Ein bisschen an seinem MG schießen. Hier sind dann Kisten drauf. Vorne noch ein großer Panzer. Hinten ein Transporter oder so. Oder ja, Fußsoldaten. Und dann kann man das, denke ich mal, ganz schön in einem Mock einbinden. Dieser Panzer hier wird auch, bin mir noch nicht sicher, ob mit Anhänger oder ohne, in einer der nächsten Kobi-Mocks kommen. Die nächste Kobi-Mock wird nicht dafür verwendet, um einen Panzer unterzubringen. Das wird eine Flakstellung werden, das kann ich soweit schon mal sagen. Ich weiß noch nicht hundertprozentig, wie ich das umsetze, aber ja, so eine Art wird das dann werden. Ich weiß gerade gar nicht, an welchem Tag das hier rauskommt, das Video. Es müsste ein Freitag sein. Diesen Freitag, also letzten Freitag, habt ihr das Video gesehen, dass ich überhaupt das gemacht habe, diese Mock. Und dann Dienstag kam ein Star Wars Mock. Ja, dann am Freitag kommt jetzt das hier. Heute, ihr seht es ja. Ich bin mir noch nicht sicher, ob letzten Sonntag ein Podcast kam. Wenn nicht, tut es mir leid. Wenn doch, tut es mir auch leid. Aber naja, das war jetzt hier die Änderung. Schreibt mir auch hier gerne in die Kommentare, was ihr hier dran noch ändern würdet, was euch hier dran nicht gefällt oder was euch daran gefällt. Mir gefällt das soweit eigentlich ganz gut. Ich würde auch hier diese. Ich habe nochmal ein Paket dran gemacht. Ich weiß gar nicht, ob die beim letzten Mal schon dran waren. So. Ist jetzt egal. Das hier werde ich wahrscheinlich lassen mit der Luke. Ja, mal gucken, was sich da noch machen lässt. Ich würde halt jetzt ungern Teile nehmen von Sets, die ich halt noch so habe an Kobi-Sets, weil, also, ich würde die halt ungern jetzt dafür auseinanderbauen. Auch wenn es jetzt nur eine Fliese wäre, aber die wird unter Umständen schon auffallen. Warum kriege ich denn jetzt hier das nicht mehr dran? Ach so, weil die Fliese hier im Weg ist. Ah, okay. Naja, gut. Würde sagen, das war's dann hier auch mit dem kleinen, in Klammern, Update-Video. Like und Abo, wenn es euch dann gefallen hat. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Habt noch einen schönen Tag und ciao.